Ich bin hierher gekommen und habe sehr gute Gespräche mit dem Sportdirektor und auch mit dem Trainer geführt. Dann habe ich das Gefühl gehabt, sie wollen mich auch wirklich verpflichten und haben einen Plan mit mir auch, was sie mit mir vorhaben. Und hatte das Gefühl, sie wissen, was sie bekommen. Ich glaube, dass ich einfach mit meiner Erfahrung ist, die Mannschaft ist sehr, sehr jung und kann ich mit meiner Erfahrung, ich habe schon viel erlebt in meiner Karriere und viele Stationen gehabt, so kann ich sicher einiges einbringen und zusätzlich noch mit meiner Qualität glaube ich schon, dass ich der Mannschaft weiterhelfen kann. Mein linker Fuß ist, glaube ich, ganz gut. Gute Standardsituationen und ja, gutes Passspiel und guten Abschluss. Aber über einen selber sprechen ist immer ein bisschen schwierig. Dafür gibt es genügend Experten, die das dann machen sollen. Und den Rest muss ich dann am Platz zeigen. Wärst du auch die Elfmetermann hier im Enschede? Ja, das werden wir sehen. Ich weiß nicht, ist auch nicht so wichtig, wer dann die Tore oder die Elfmeter schießt. Ich habe bei München relativ gut geschossen und habe jeden eigentlich getroffen. Ja. Ich werde mich nicht verstecken, wenn es Elfmeter gibt und keiner ist da, dann werde ich ihn schon schießen. Ich kenne die Liga jetzt natürlich nicht so, aber es ist sicher, jeder mit jedem, was ich spreche, sagt mir, es ist eine spielerische Liga, wo viel auf Technik Wert legt. Und ich bin auch ein Spieler, der was gerne den Ball hat und gerne mit dem Ball spielt und gute Technik hat. Und so, ich glaube, es kann eine sehr erfolgreiche Zeit werden. Da war, wie ich noch in Österreich gespielt habe, ein Sky-Bericht über mich und ja, da hat Sky eine Idee gehabt, die das Lied singen und dann auf der Straße so Künstler sozusagen das Lied gesungen und ja, in München kam das wieder auf durch Rubino Cotti, der das Lied dann ein bisschen verbreitet hat und ja, so kam das eine zum anderen und ja, es wurde dann das eine oder andere Mal gesungen. Ich bin ein Spieler, der gerne mit den Fans ein gutes Gefühl hat und gut zusammenarbeitet, weil die Fans, die kommen hierher, zahlen Eintritt und die wollen auch was sehen. Und so, ich hoffe, ich kann den Fan auch was bieten und das ist für mich immer wichtig, dass ich im Stadion den Fans, den Zuschauern auch was biete, damit sie dann auch glücklich nach Hause gehen. Lange Zeit auf diesem Niveau kein Mannschaftstraining gehabt und ja, war gut mit den Jungs wieder am Platz zu stehen und die neuen Leute kennenzulernen, war spannend und hat Spaß gemacht. Ja, Heufeld, ich kenne ihn von damals, ich habe mit ihm zusammengespielt und ja, es ist wichtig, dass die alten Spieler auch da ein bisschen das Team dann führen und ich hoffe, dass ich mir da einbringen kann und viele Junge, ich glaube viele gute Jungs da drinnen, die man auch ja, ein bisschen führen muss dann und ich hoffe, dass ich da meinen Teil dazu beitragen kann. En vlak voordat Lindel dit interview inging, gaf Jos Heufeld hem nog een kleine boodschap mee. Hij had me gevraagd wer de beste speler was met wie ik je samen gespeeld heb. En hij had gemeint, er was het, maar ik ben me niet zeker of het er wirklich was. Ik voel me fit. Ik heb letztes jaar eigenlijk zo goed wie jedes Spiel gemacht en was zum Glück nie verletzt. So, ja. Ich bin zufrieden und ich glaube, dass ich recht gut in Schuss bin. Wenn ich von Start weg spielen kann, dann würde mich freuen und fühle mich so auch, dass ich spielen kann. Wie lange das dann geht, das muss dann auch der Trainer im Spiel entscheiden und ich auch entscheiden, wie die Situation ist.